Colin Wiesner, Thomas Stassoy, herzlich willkommen. Schon in wenigen Tagen, vom 30. Mai bis zum 2. Juni, lädt die Schmalspurbahn von Białoszliwie Weißenhöhe zum mittlerweile dritten Schmalspurfest der 600-mm-Freunde ein. Wir fahren jetzt auf die Strecke, um notwendige Streckenbauarbeiten durchzuführen. Das wird bestimmt interessant. Die Trasse der Schmalspurstrecke von Białoszliwie hört hier auf, an der Stelle, wo sie die Landesstraße K10 überquert. In Deutschland wäre das eine Bundesstraße. Das Ganze ist deshalb so, weil der Straßenübergang der K10 seit Jahren in einem jämmerlichen Zustand ist. Er ist derzeit ganz einfach nicht geeignet für die Überquerung eines Zuges. Aber das soll sich ändern, soll sich genau heute ändern. Wie? Das werden wir gleich sehen. Zaraz się tego dowiemy. Es wäre unmöglich, die K10 komplett auf einmal zu sperren. Es herrscht zu starker Verkehr auf der Straße und in der Umgebung gibt es keine annehmbaren Wege für Umleitungen. Deshalb finden die Arbeiten in zwei Etappen statt. Erst auf der einen Seite der Straße und danach wird die zweite Hälfte der Straße bearbeitet. Herr Krzysztof Tomczyk, Direktor des Landkreisamtes von Piła-Schneidemühl für Straßenbau. Herr Krzysztof, was geht hier vor sich? Seit längerer Zeit schon hatten wir unsere Kräfte gesammelt, um den Schienenübergang der Landesstraße K10 zu renovieren. Schließlich wurden die Einzelheiten mit der entsprechenden Abteilung der Generalverwaltung festgelegt. Deshalb können wir heute hier arbeiten. Wir wollen die Verkehrssituation um diesen Straßenübergang an dieser Straßenecke verbessern. Im Moment wurde der oberste Straßenbelag aufgeschlagen, ein Trog wurde gelegt, gleich werden wir Trennschichten und Basisschichten für den Auftrag von Schotter aufbringen. Danach werden diese Schienenjoche eingebaut, die wir hier hinter uns sehen. Wykonywania podbudowy tłuczniowej i sytuowania tych modułów, które tu za nami widzimy. Wie sehen Sie das? Ist die Hilfe des deutschen Partners hilfreich? Ist sie sinnvoll und wertvoll? Ohne Zweifel wertvoll und nicht bezahlbar. Die Kollegen engagieren sich im Rahmen ihrer eigenen Freizeit für die gemeinsame gute Sache. Gestern meinte der Kollege Hermann Schmittendorf, jetzt könnten die deutsche und die polnische Gruppe einen Wettkampf durchführen, wer schneller arbeitet. Ich bin mehr für konstruktive gemeinsame Arbeit und die findet hier eindeutig statt. Stanowisko, że powinniśmy konstruktywnie współpracować i taką konstruktywną współpracę tu dzisiaj widzimy. Mirosław Mantaj, Landrat von Piła. Herr Landrat, wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Piła und Peter Erk? Wir waren einmal Gäste bei Herrn Peter Erk in Ilmenau. Wir sahen seine Bahnanlage, konnten mit seiner Bahn fahren, mit der Bergwerksbahn fahren. Also wir sahen all diese Attraktionen, die Ilmenau und Peter Erk gehören. Wir waren wirklich fasziniert, waren begeistert. Ich denke, erst nach dieser Fahrt haben wir wirklich geglaubt, dass es einen solchen Erfolg auch bei uns geben kann in Białoszliwie. Umso mehr, als das hier die längste natürliche Schmalspurstrecke auf 600 mm Spur in Europa ist. Das ist also eine einzigartige Perle und wir würden gerne in der nächsten Zukunft sehen, so schnell wie das geht, dass diese Bahn eine echte Touristenattraktion wird. Nicht nur für die Leute aus der Umgebung, sondern für Gäste aus ganz Europa. Ich glaube, es wird immer lauter um unsere Bahn. Jest to perełka, jest to unikat i chcielibyśmy, aby w najbliższej przyszłości, no kiedy to tylko będzie możliwe, ta kolejka funkcjonowała, stanowiła wielką atrakcję turystyczną dla nie tylko okolicznych mieszkańców, ale i dla ludzi z całej Europy, bo pomyślę, że o tej kolejce białoszliwskiej robi się coraz głośniej. Nach vielen Jahren des Hin und Hers hat endlich die Staatsbahn PKP dem Landkreis die Bahnstrecke von der K10 bis nach Łobżenica-Lobsenz übertragen. Deshalb macht es erst jetzt Sinn, diesen Streckenabschnitt zu säubern und für die erneute Benutzung vorzubereiten. Na, und eben diesen Schiene-Straße-Übergang wieder herzurichten. Beim kommenden dritten Schmalspurfest der Strecke wird man schon hier fahren können, wenn auch nicht bis Łobżenica, so doch ein gehörig langes Stück über die K10 hinaus. Będzie można już przejechać tą trasą.
jeżeli nie do Łobrzenicy, to na pewno długim odcinkiem już od drogi krajowej nr 10. Die Arbeiten am Straße-Schiene-Übergang AK10 laufen auf Hochtouren. Was wäre passiert, wenn es nicht diesen aktiven, visionären Eigentümer der Bahnstrecke geben würde, also den Landkreis Piwa? Dann wären wahrscheinlich Degradierung und zum Schluss der Zusammenbruch der Infrastruktur die Folge gewesen und bald hätte es nur noch sentimentale Erinnerungen gegeben. Die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Piwa und den Eisenbahnfreunden aus Deutschland und Polen wurde auch in Warschau positiv aufgenommen. Zum wiederholten Mal wird das Eisenbahnfest aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert. Das ist eine Art Ritterschlag für die Bemühungen der Eisenbahnfreunde im Landkreis Piwa. To swego rodzaju nobilitacja w staraniach kolejowych entuzjastów w powiecie pilskim. Peter Erck, offizieller Partner des Vereins Wirsitzer Kreisbahn und des Landkreises Piwa. Du hilfst hier zusammen mit deinen Freunden bei den Reparaturarbeiten am Straßenübergang. Peter, warum ist euch das so wichtig, diesen Straßenübergang wieder herzurichten? To, żeby to przejście kolejowe naprawić. Seit 4 oder 5 Jahren komme ich jetzt regelmäßig hier hoch. Und heute ist eben dieser Augenblick, wo dieses Ziel nun endlich verwirklicht wird. Und ich bin sehr froh, wie gesagt, dass jetzt auch der zweite Streckenabschnitt befahrbar ist. Und wir versuchen ab morgen, wie gesagt, dort die ersten Fahrten wieder seit etlichen Jahren zu unternehmen. Und jetzt ist er da, der erste Höhepunkt der heutigen Arbeiten. Gleich wird das erste Gleisjoch in die Straße eingefügt. Chwilę zostanie ułożone to przęsło w drodze. Bei mir ist Herr Jerzy Borzyk, der Vorsitzende des Vereins Wirsitzer Kreisbahn. Ich darf hinzufügen, der für die nächsten 4 Jahre erneut gewählte Vorsitzende. Herr Vorsitzender, Herr Jurek, wie schätzen Sie die Unterstützung der deutschen Kollegen ein? Das scheint ja schon eine gut eingespielte Zusammenarbeit zu sein. Von unserer Seite, seitens des Vereins, müssen wir das in den höchsten Superlativen loben. Unser Verein selbst zusammen mit dem Landkreis wäre nicht in der Lage, diese Reparaturarbeiten, die gesamten Kosten alleine zu tragen. Dank der Hilfe der deutschen Freunde sind wir jetzt in der Lage, das zu reparieren und wir werden sogar sicher sein, dass der Straßenübergang vernünftig und gut hergerichtet wurde, so wie sich das gehört. Eine Firma in der Vergangenheit hätte es nicht so ordentlich gemacht. Wie man hinter mir sieht, verlaufen die Arbeiten nach Plan. Das ist ein ziemlicher Aufwand, um das korrekt auszuführen, aber alles hat geklappt. Inzwischen muss nur noch die oberste sogenannte Verschleißschicht aufgetragen werden und wir sind mit der einen Hälfte des Übergangs fertig. Dann muss man nur noch dasselbe auf der zweiten Hälfte der Straße machen und alles ist genau so, wie es versprochen wurde. Samo z drugiej strony drogi i to, co było obiecane, właśnie się spełnia. Die Überquerung der Landesstraße Nummer 10 durch die Schmalspurfahrzeuge wird sicher eine der besonderen Attraktionen des kommenden dritten Schmalspurtreffens in Białoszliwie sein. Ich sage nochmal das Datum. Das dritte Schmalspurtreffen in Białoszliwie findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni statt. Der Höhepunkt des Treffens am 1. Juni um die Mittagszeit wird eine Parade verschiedener Schmalspurfahrzeuge sein. Mit dazu vom Vizevorsitzenden des Vereins, Jacek Jędrzejczak. Wie wird das zum Beispiel mit den Dampfloks sein? Jacek Jędrzejczak, kto jeszcze, czy albo jakie parowozy będą jeszcze uczestniczyć w zlocie? Es ist vorgesehen, dass 3 Dampfloks kommen, 2 deutsche und eine polnische Dampflok. Dazu kommen sicher 8 bis 10 Dieselloks, Motordresinen, Waggons, Attraktionen für Kinder, Filmvorführungen. Sicher werden Modellbauer dabei sein, man wird Bahnzeitschriften und Bücher kaufen können, die verschiedensten Eisenbahn-Souvenirs, also alles, was mit Bahn zu tun hat. Dazu natürlich die fahrplanmäßigen Zugfahrten, selbstverständlich Bewirtung. Am 1. und 2. Juni wird sich am meisten abspielen. Numizmaty, pamiątki kolejowe, wszystko będzie dostępne właśnie tego dnia. To będzie głównie sobota i niedziela. Czyli 1 czerwca, 2 czerwca. Also jede Menge Attraktionen für die gesamte Familie, für Jung und Alt, vom 30. Mai bis zum 2. Juni, das dritte Treffen der Schmalspurfreunde hier in Białoszliwie. Das solltet ihr unbedingt mit uns gemeinsam feiern. In unserem heutigen Magazin ist das alles. Ich denke, das war diesmal besonders spannend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Myślę, że było bardzo ciekawie w dzisiejszym odcinku. Spotkamy się jak zawsze za tydzień. Do zobaczenia.